Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Gut, da geht's weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir müssen jetzt die Statue Knum finden. Gut, das werden wir machen. Haben wir da ein Boot? Das will ich nicht. Ah, da haben wir unseres, mit dem ich gekommen bin. Das werden wir nehmen. Na, gehst du? Ein bisschen bängert, hä? So. Dreh dich, ja. Und los geht's. Senno. Wo muss ich hin? Daher. Super. Krokodile. Anna Treska. Oh, ist kein Krokodil. Und abfahren. Ach Gott, und das kommt genau daher. Oder? Vielleicht habe ich einen Klick. So, legen wir an. Ah, das ist eh da drüben. Gut. Ah, Schatz. Nehmen wir natürlich mit. Super. Muss dann eh mal wegen den Waffen schauen, ob es was Besseres gibt, was ich nehmen kann. Dann. Die Statue. Ich werde sie dem Seher bringen. Ja, sicher. Deswegen sind wir ja da hergekommen. Was vergessen? Nein. Aber das Schwimmen finde ich besser als bei Black Flag. Da war das immer eine Katastrophe. Mir taugt es da mehr als Schwimmen. Gut, retour. So, da weichen wir aus. Und wenn der auf Angriff geht, bin ich wahrscheinlich mehr. Ach so. Da kann man gar nicht weiter. Man denkt, das ist ein Schilf. Achso, das ist ganz echt. Gut. So, Seher. Ich bin wieder da. Hier ist die Statue. Knum, Schöpfer der Kinder. Er wird an deiner Stelle gegen Apophis kämpfen. Der Ritus braucht deine Willensstärke. Sitze an meiner Seite und meditiere, während ich zu den Göttern spreche. Na, super. Wachse, o Licht. Alter Fuchs. Tritt hervor, o Licht. Erhebe dich, o Licht, o Licht! Na klar, du, der du ohne es bist, tritt hervor, o Dunkel!
Hebe dich hinweg von seinen Augen. O Gott des Sehens, bringe ihm das Licht. O Apophis, der du dich im Abgrund windest. Barje Danesse, tritt hervor aus dem Strom. Nimm ihn als Gast. Nimm ihn als Gast auf deinem göttlichen Schiff an, wenn deine Seele... So. Wo ist er? Der Seher ist fort. Na super. Wie kam er von der Insel? Achso, haben wir schon. War das schon? Sind wir schon nebeneinander gesessen oder was? Naja, gut. Ah, wurscht. Fertig ist fertig, aber wo ist mein Boot? Das ist auch weg. Super. Naja. Aber Gott sei Dank ist da noch so ein Ausschalten. Okay, was machen wir als nächstes? Schatz haben wir. Achso, warte mal. Das muss ich machen, unbedingt. Tagesmission. Wohin? Dorthin, sehr gut. Da ist er. Jetzt geht er da rein zu den Wochen wahrscheinlich, ne? Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, ist schon klar. Da waren wir schon mal. Ist da noch eine Wache, oder? Komm her zu mir. Was? Dass du gleich erledigt bist. Komm, wir meinen das. Super. So, und wo geht der Dieb spazieren? War das? Das klingt nach Ärger. Mist! Hier gibt's Ärger! Alarm! Wir kriegen diese Halunken und beenden das. Wir beenden das, ja. So beendet es. Bestätigen. Sehr gut. Wow! Das würde ich mir dann gleich nehmen, glaube ich. Das würde ich mir, glaube ich, nehmen dann. Hey, was? Da bist du ja! Weg da! Einfach nur weg.
Was muss der Arsch jetzt da kommen? Der Wappler. Ja, da ist eh nichts mehr zum Holen, was ich weiß. Weil das habe ich ja schon alles. Ja, der schlaft mal. Aber den brauche ich ja nicht mehr, den habe ich ja schon. Okay. Ja, beruhigte. So. Was fehlt mir da? Ach Gott, wieder das, ja. Ah, warte mal, wie viel haben wir denn von den 34? Ah, da brauchen wir aber. Da brauchen wir noch. Man könnte ja mal das ganze unnötigen. Blonder Scheiß. Weg verkaufen. Na, da haben wir noch ein bisschen was, ja. Okay. Gut, Fähigkeiten. Was machen wir jetzt weiter? Was ist das da? Ah, wurscht jetzt. Das schau ich mir offline an, da war scheiße jetzt keine Zeit. Aber wir müssen schauen, was wir als nächstes machen. So, ah ja, nein. Das weiß ich noch nicht. Ob ich in 6 Tagen Stufe 40 habe, glaube ich eher nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Haben wir jetzt eigentlich nur diese Mission? Sollen wir das machen? Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Dann machen wir eine Nebenquest da noch. Diese da. Ja, den machen wir jetzt noch. Vielleicht geht es ja aus. In dem Bad und im nächsten, in der nächsten Folge machen wir dann die Hauptquest, die eine. Ja. Genau. So machen wir das. Nur weiß ich jetzt nicht, wo ich hin muss. Dumme. Ja, aber nicht durchs Lager, da gehen wir außen vorbei. Das gehört eh kein, das Pferd, dann nehmen wir es gleich. Lassen wir das schon schlafen. Wir gehen zur Nebenquest. Hier ist die Gruft des Osiris. Reglos, reglos, reglos wie Osiris. Reglose Glieder wie die des Osiris. Lasst sie nicht reglos bleiben. Seid gegrüßt, Priester. Möge dein Herz frohlocken, Magi. Freude ist rar, solange Memphis am Gestank des Todes erstickt. Ich möchte Pascherentas Beschwerde vom Informantentisch besprechen. Ah ja, wir suchen jemand Fähiges zur Untersuchung dieses Grabes. Die meisten haben zu viel Angst vor den Dämonen da drin. Aber Dämonen fürchten Priester. Warum geht ihr denn nicht selbst? Ich bin ein Gefäß der Götter. Mein Beitrag ist das Gebet. Dann gehe ich zu den Dämonen. Betet, dass mich euer Glaube schützt. Ptah behüte dich. Jo. Ohne Regung, ohne Rührung, tut ihnen, was Osiris getan war. Ich bin Osiris. Ohne Regung, ohne Rührung, tut ihnen, was Osiris getan war. Ich bin Osiris. Heil dir, Osiris, deine Glieder überdauern, du kennst keine Verderbnis.
Heil dir, Osiris. Deine Glieder überdauern. Du kennst keine Verderbung. So. Wieder mal in einer Höhle. Man muss auch aufpassen auf die Schlangen. Alter, was ist jetzt? Bleib herum! Naja, war nicht so schlecht, oder? Der ist in der Nähe, wo? Da. Aber da glaube ich, muss ich nicht weiter, oder? Ist jetzt die Frage, wo ich da weiter muss. Bin aber in Erkundungsgebiet, oder? Ja. Kommen. Ja, ja. Ja, da bin ich gekommen. Aber ich kann ja noch dort weiter, ne? Oder? Hoppala. Ah nein, da bin ich oben, da kann ich weiter, oder? Ich glaube, da sollte ich weiter erkunden. Da war ich vorher schon mal, ne? Na. Na, ich glaube eh dort weiter, wo die. Ich glaube ja, da muss ich weiter. Gibt's auch noch was? Aha. Okay. Ach so, Schwert. Aber da kommen wir natürlich nicht raus. Das Problem.
Da bin ich gekommen. Da gibt's auch noch was. Ich kann kaum atmen. Ich komme der Quelle dieses Gifts immer näher. Verstorbene, vergebt mir die Störung eurer Ruhe. Sehr bitte gut, gewährt mir Einlass. Oh je. Achso, das ist alles. So. Wie soll ich das durchsuchen, wenn ich da bin, oder? Ah, da kann ich nicht rein. Da oben? Ja, jetzt bin ich da. Na super. Schnell. Was im Namen der Götter ist diese Fäulnis? Ich sollte nach ihrer Quelle suchen. Das soll den Gestank vertreiben. Jemand war erst vor kurzem hier. Jemand ohne Angst vor Dämonen. Diese Mumien sind intakt. Von ihnen kommt der Gestank nicht. So, wie komme ich jetzt da um? Da ist eins, aber wo? Wie komme ich da um? Boah, das nervt. Da oben ist nichts, nein. Da kann ich auch nicht drüber, oder? War ja zu schön. Ja, geht nicht auf, ey. Da kann ich nicht um. Ja, super. Da bin ich eine, ja. Das ist ein Scheiß. Ich brauch. Ja, das ist schon richtig, aber wie komme ich?
Verstorbene, vergebt mir die Störung eurer Ruhe. Bitte gewährt mir Einlass. Irgendwo gibt's dann Durchgang um mich. Ich hab keine Ahnung. Nur draußen. Zink also. Abort, haha. Ach Gott. Ach ja. Jetzt. Die Mumien. Sie verrotten. Ja, das ist ein Vergehen gegen die Toten. Sie sind nicht mumifiziert, ne, wenn sie verrotten. Hier. Dann stinkt das Fleisch ist verfault. Aber die Bandagen sind intakt. Sind die Bandagen intakt, liegt der Fehler beim Einbalsamieren. Die Angst vor Dämonen ließ das Verbrechen unentdeckt. Ich werde den Mumifizierungstempel besuchen. Ja, sag ja nochmal die Meinung, dass das so nicht geht. Mann, dann musst du es endlich mumifizieren. Fangen an da zum Verwesen. Das ist ja ein Horror. Ach Gott. Falsche. Wo muss ich hin? Moment. Da vorne. Da frische Luft. Ein größerer Segen als der des Priesters. Bald bin ich soweit, dann erledige die. Ist wieder ein anderer Ausgang gewesen. Auf zum Mumifizierer. Ich hoffe, dass dann die Mission abgeschlossen ist. Ich nehme an. Das Bewachen der Tempel war einst eine heilige Pflicht, die den Magi oblag. Und nun tut es niemand mehr. Ja. Friede sei mit dir. Möge Osiris über die Reise deines Lieben wachen. Ich brauche deine Dienste nicht. Ich inspiziere den Tempel. Du bist kein Priester. In wessen Namen entweihst du unsere Hallen? Im Namen des Hohepriesters. Schick einen Boten, wenn du es nicht glaubst. Ach ja, der arme Pascharenta. Der Fluch lastet schwer auf uns allen. Mir sind zwei Einbalsamierer weggelaufen, seit das alles anfing. Und derzeit gibt es ja nur Ungelernte, um sie zu ersetzen. Diese ungehobelten Klötze. Hoffentlich werde ich sie bald wieder los. Ich freue mich auf ein Treffen. Ach Gott. So, aber leider ist die Zeit zu Ende. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen auf ein Abo, ein Like und ein Kommentar. Tschüss.
Ich bin raus.